Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Play Folge. Heute wieder im Elternfreundhaus, natürlich auch mit Hunde und Katzen und der Sina, ja, mit der wir gestartet haben und haben und den kleinen Kätzchen. Oh, das hat kein Futter hier, scheiße. Müssen schnell hier füllen und hier Schnee zum, was, wieso Empathie, was? Stopp mal hier, ja, wir müssen hier noch gucken, dass du die beiden Merkmale hier bekommst, Sina, wenn du heranalterst. Ja, du wirst nämlich jetzt hier zur jungen Erwachsenen, endlich mal, ja. Und ich warte jede Sekunde darauf, dass die Lea hier uns abnippelt. Letztes Mal, ja, nee, nicht letztes Mal, aber du hast schon in der Tierklinik auch gearbeitet bei Svea. Sehr cool war das, wow. Ja, mit deinem schicken Outfit, aber einen Job hast du trotzdem hier nicht. Nee, ne? Ja, bring mal den Müll raus. So, dann verabschieden wir uns nämlich hier davon. Ey, der macht hier noch die Kochfähigkeit hier. Du räumst hier fein auf. Sehr gut, Madame. So ist das doch gut. Okay, wir gucken, dass wir, weil das habt ihr kommentiert, dass wir der kleinen Schneekatze einen Kratzbaum hier auf jeden Fall holen. Und wir wollen auch diesen Staubsauger unbedingt austesten. Ja, die kriegt so einen schönen Kratzbaum. Komm, die kriegt gleich hier so ein riesiges Ding. Oder so ein Mittelding ist okay. Das 500-Dingens, das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, obwohl das auch ganz cool, oder? Haben wir dafür Platz? Ja, wir haben Platz, oder? Sonst reißen wir irgendwas ab. Kommt die Kommode hier raus. Die Schulprojekte müssen weichen. Wir haben noch keine Kids. Ja, ich schiebe das Ding schon die ganze Zeit hin und her. Ja, damals, als sie noch klein waren, der Warren und die Sina, haben die hier die Schulprojekte gemacht. Jetzt sind sie groß und jetzt schmeißt sie bald hier den Laden allein, sage ich mal hier. Ne? Wieso kann man das hier nicht hinstellen? Ist das da eine Lampe hier am Weg oder was? Das kann ja wohl nicht sein, dass es an der Lampe jetzt hier liegt, oder? Mensch, ja. So, hinten ist das Bild hier noch. Das wollen wir natürlich hier behalten. Oh, das ist die Lea im Alter, als sie noch blond war, mit dem vom Obenhaus hier, den Carl Fredrickson hier, was ich mal gebaut habe, das Obenhaus. Da will man das jetzt so hin. Die Spielbox, die tun wir dann mal hier rüber, würde ich sagen. Ja, dann hast du nämlich genug Platz hier, liebes Kätzchen, zum Spielen. Tollen und yay, aber wie cool ist das denn, oder? Wie cool. Guck mal hin hier. Kann man hier nicht anklicken, ne? Kann man nicht sagen, hier spiel mal oder so. Das geht leider nicht. Sina, was machst du jetzt? Träumst du wieder vor dich hin hier zum Essen gerufen werden? Ja, das kannst du machen hier. Der hier, guck mal an. Gericht nehmen. Nimm mal ein Gericht. Was ist denn los? Bist du noch mit der Mami hier, bevor sie abnippelt? Komm. Sina muss zur Schule gehen. Ey, die Arme. Hast du die Hausaufgaben fertig denn? Das müssen wir nämlich hier noch machen dann. Hm, Hausaufgaben nicht begonnen. Das ist aber schlecht. Aber zwei Oberschülerinnen. Das ist noch okay, ne? Als Abschluss. Ja, Papi, bald bist du weg hier. Dann kommst du auch zum Katzenfriedhof, zum Leuchtturm rüber. Ey, ihr backt schon wieder in den Theken rum hier. So, jetzt wird hier gemampft. Wir haben die Merkmale hier oben. Die Charakterwerte, meine ich. Und dann bekommst du auch deine... Ja, der Judas, der ist Wissenschaftler. Ja, Wahnsinn, oder? Ja, das macht er richtig gut hier. Daniel hat mit dem gespielt hier und seinem Korgi. Ja, ja, hier. Hübsche Brille, Sina, ne? Mal gucken, was die kleine Maus hier macht. Was macht die kleine Maus? Ah, stimmt, wir haben das Katzenklo, das hier den Laser Kaka wegmacht. Pupu-Kaka. Wir gucken die jetzt beim Pupu-Kaka zu. So ein schönes Kätzchen, oder? Selbst beim Kacken ganz süß. Wie sie die Augen so zusammendrückt, ne? So, komm raus, geht nicht. Wird's nicht? Muss man nicht anfeuern, oder wie? Oh, jetzt schon drei hier rausgehen. Brauchst du nicht verscharen, der Laser macht den Rest. Ich hoffe, das Ding geht nicht mal kaputt und Laser dich kaputt. So, mal gucken, passiert das von allein oder muss man da irgendwas drücken? Hm? Wow, das scannt hier erstmal. Wow, und hier totgelasert. Bam. Was für ein Ding. Kann man das loben? Sehr cool. Ja, Sina, ich glaube, das reicht nicht mehr ganz für die Schule. Ne? Wieso setzt du dich eigentlich jetzt auf den Boden? Hm. Wieso setzt du dich auf den Boden? Ach, immer die Türen, die schweren. Ne? Die Katzen sind zu langsam. Lia, du kannst dich noch ein bisschen mit dem Kätzchen hier streicheln. Guck mal, das mag das. Wie ein anhänglicher Katze. Ja. Oh, Lea, ich glaube, du... Oh, da blinkt schon hier. Oh, miau, miau. Guck mal, ja, neues Leben und Altes verschwindet jetzt hier. 160 Tage ist die alt. Liebes Kätzchen, ich muss dich leider verlassen. Die Leute haben abgestimmt. Daniel soll uns als Geister freilassen, ja.
Ja, Stinkstiefel hier. Kann man hier noch ein bisschen hier, kannst du noch mal alles hier gucken, dass du alles, das ist alles schon fertig, ne? Alles erledigt. Bilder von allen Kindern, sehr gut. Sina, willst du nicht jetzt zur Schule gehen am besten? Ich glaube, das ist jetzt, reicht nicht mehr. Ja, Oberschule besuchen, genau. Das reicht nicht mehr. Kannst du ja einen Bus machen, haha. Das habe ich immer gemacht, Hausaufgaben im Bus. Nicht immer. Mach das nicht. Ei, Kätzchen hier, Kratzibäumchen. Sina ist zur Schule, sehr gut. Jetzt gucken wir mal, was du uns hier machst, ja. Yay. Also ich habe gelesen, dass die 3 Tage hier brauchen zum Heranwachsen, die Kätzchen. Und auch die Welpen. Also dann müsste, die kleine Maus müsste dann bald hier älter werden. Lea, ich glaube, das war die letzte Folge mit dir. Eieiei. Das denke ich aber schon seit ein paar Folgen. Kann man nochmal Putzwahn machen? Putzwahn, das letzte Mal. Du stirbst beim Putzen. Das wäre auch was für dich. Na, als ordentlicher Sim hier ist das ein Kompliment. Kann man nicht hier Putzwahn? Putzwahn geht nicht. Putzwahn? Lied singen. Sing üben. Nee, das machst du nicht. Sing üben. Putzwahn. Mach Putzwahn, bitte. Das geht es nicht. Aktionen. Mach Putzwahn. Komm. Schönes Kinderzimmer. Guckst du dir das nochmal an? Komm, mach nochmal ein Selfie mit dem, Oh, ja, Knutschi, genau. Foto machen mit dem Marvin. Ein Foto machen, ja, guck mal. Ja, ja, klar, ja, hallo. So. Ach, wie schön, oder? Ich mache dann immer ganz, ganz so, weil dann, das speichert es nämlich als Screenshot ab im Screenshots-Ordner. Wenn ihr das nicht wisst, guckt da mal rein. Was los? Ja, noch einmal hier Fotos teilen, ne? Fürs Jenseits. Romantik. Mit einem Freund zu sein. Ewige Liebe nochmal erklären hier, ne? Und dann können wir nochmal Romantik hier irgendwie machen. Können wir irgendwie nochmal Techtelmechtel? Kommen wir mal nochmal Techtelmechtel hier. Wow. Ich bastel eine Büste von dir im Jenseits hier. Eine Statue. Oh, du bist so ein Romantiker hier. So, Techtelmechtel, oder? Auf, ab mit euch. Ab mit euch ins Bett. Der Marvin ist wieder schneller, der latscht doch das Bett durch. Ziehst dein Bademäntelchen an. Ja. Sehr cool. Da liegen immer noch die Teile rum für die Küche. Und das sind das so, ne? Elektronikgeräte-Teile zum Verbessern von Objekten. Sehr cool. Die Männer halt, ne? Die haben die Technik hier im Schlafzimmer. Ach ja. Schön war es mit euch, wirklich. Was ist denn das für eine hier wieder? Das ist so geil. Das ist so geil. Hey, scheiße, ich habe mich verlaufen hier. Wo ist mein Fahrer? Voll in der Pampa hier. Hinten ist übrigens ein Flugfeld. Das ist voll cool gemacht. Guckt mal das an hier. Das ist echt voll cool. Habt ihr das schon gesehen? So in der Umgebung. Das ist ein Flugplatz. Hammer, oder? Dass die da alles hinbasteln und... Tja. Sonst schön. Es sind überall Küchen hier auch. Das Küchen. Babykühe. Ja, ja. Seid ihr immer noch hier verbändelt? Wollt ihr nicht aufwachen mal? Seid ihr jetzt da reingebackt oder was? Schlafen. Hör mal auf zu schlafen. Steh mal hier lieber auf wieder. Ich habe Angst um euch, wenn ihr jetzt da unter der Bettdecke hier verkrochen seid. Das ist jetzt ja ein bisschen komisch irgendwie. Ich so das Gefühl, jetzt kommst du wieder raus. So, jetzt darfst du mal hier das Klo verwenden. Marvin, kannst du noch irgendwas verbessern? Wir haben gar nichts mehr, ne? Wir sind hier volle Kanne. Oh, sehr unwohl. Wieso? Gefährlich müde, wegen anstrengender Aktivität. Eieiei. Du kannst doch eh nicht sterben. Bist schon tot. Bist schon tot. Ah, das war echt eine coole Story mit euch beiden, wirklich. Ah, das ist so eine Gedanken an die bisherigen Folgen. Elternfreuden, Let's Play. Sehr schön. So, was macht das Kätzchen? Komm, wir müssen mal nach dem Kätzchen gucken. Wo ist denn das? Bist du im Kamin hier? Pass aber ja auf, ne, kleine Maus. Pass ja auf. Mit Laserpointer spielen, das kannst du doch, Lia, komm. Spiel noch ein bisschen hier. Spiel noch mit dem kleinen Kätzchen hier, bis die Sina von der Schule kommt, der letzte Schultag. Miau, miau. Ja, guck mal, ich habe einen Laserpointer, ein Stück Grünform mit Fischi. Fischwa, Fischwa. Holst? Willst du nicht? Katze checkt's nicht. Loben.
Tierpflege hochheben. Na toll. Komm, wir heben dich mal hoch. Aha. Du bist ein super tolles Kätzchen. Ja, pass ja gut auf meine Tochter hier, ja? Vor den Streunern und Hunden und so in dieser Welt. Ja, komm, heb dich mal hoch hier. Können wir dich besser sehen, du kleines Dingens. Du. Schnee absetzen, streicheln, umarmen. Jamba, jamba, hier, mhm. Ich hab's früher als Klingelton hier. Eieiei. Oh, Blurred Compiba. Ach ja. Die ist schon sweet, ne, die Kleine? Wie cool. Und mit den kleinen Katzen kann man irgendwie gar nichts machen, ne? Simstagram, gucken wir mal ein Simstagram-Foto. Simstagram. Immer durch die Füße da durch. Ich weiß, dass man das drehen kann, so im Matrix-Mode. Aber dann guckt ihr ja gar nicht in die Kamera. Voll schade. So. Hast du mich erwischt? Sehr cool. Kätzchen mag Strümpfchen. Ist das Strümpfchen auch ein Kätzchen, denkst du? Ne? Schnee hat 13 Instagram-Follower dazugekommen. Wow, wie cool. Wow. Spielzeug kaufen. Komm, die Oma kauft dir noch ein Spielzeug. Bali, Bali. So. Oh, wir könnten ja auch hier eine Klappe einfach hinmachen. Dann kann das Kätzchen hier kann dann rausgehen. Kann dann rausgehen. Hier ist so eine Tür mit aus Doppelholzscharnier, schmucke Hundetür. Wie groß sind die denn? Ach, so eine kleine reicht doch ewig, oder? Für eine Katze reicht, glaube ich, eine kleine. Aber da geht's nicht raus, weil da Dinger sind hier Pflänzchen, oder was? Mann. Geht immer noch nicht raus. Wieso? Weil da das Tierbett ist, oder was? Ach ja, komm, das wäre doch voll schön, wenn die da rausgehen könnte. Lass mich das doch hier platzieren, Mensch. So ist doch gut, das reicht ewig vom Platz. So. Wir haben ein Katzentier. Schläfst? Du kannst hier schlafen. Bitten hinzulegen. Und zwar die Schneekli. Schneekli, Schneekli. Da kann man echt nichts machen. Da braucht man nicht leeren. Wahnsinn hier. Oh, pack das mal in den Kühlschrank. Kühlschrank. Weglegen. Guck mal, da ist dein Party-Tanzfläche hier. Guck mal da. Schnarch und weg. Ach so, das gibt's hier auch. Ich dachte, das ist ein Teppich. Ja, das ist bei uns Katzenkörbchen. Sei froh, dass du so ein Ding hast. Wir haben nicht mal Hundehütten, ja? Gehst du jetzt da drauf? Yay, sehr gut. Ne, das ist viel besser. Das ist viel besser. So. Ja, wir warten auf dich. Bist du immer noch nicht tot? Krass, ne? Kannst du dich mal... Oh, nicht schwimmen, Lea. Also das ist ja wieder, also... Entschuldigung, aber du hast den Pool nie benutzt. Der ist völlig überflüssig. Den verkaufen wir, wenn wir die Rechnungen nicht bezahlen können nächstes Mal. Wobei, wir haben ja hier noch mehr Garten, ne? Das sieht nur so aus wegen der Hecke, wenn man das Grundstück vergrößert. Mhm. Svia schwimmt im Pool. Ja, das wird hier echt spannend. Komm, wir machen nochmal die Party jetzt. Wir machen eine Party... Eine Veranstaltung. Gesellschaftliches Ereignisplan. Weil wenn die Sina heimkommt, dann gibt's die Geburtstagsparty. Party für die Sina. Komm hier auf zu schwimmen. Wir machen jetzt die Party. Kannst auch im Pool anrufen, ist mir egal. Das setzt sich an den Beckenrand. Du machst deine letzte Party. Ist auch gleichzeitig die Abschiedsparty jetzt für dich. Hallo, können wir bitte mal ein Rugbyfeld bekommen, liebe Entwickler? Nein, können sie nicht. Okay, ich habe nur mal gefragt, hätte das sein können. Ja, ja. So, wir machen eine Geburtstagsparty. Oh, die haben wir bisher nur mit Silber abgeschlossen. Geburtstagssim ist natürlich die Sina. Und die Gäste, da sind natürlich ja auch unsere Sims eingeladen. Die Svea darf kommen. Die Lila darf kommen. Die uns halt hier angezeigt werden, ne? Alle Luna, Warren, Skype. Geht das noch? Wie viele dürfen wir? 15. Ja, ist okay, ne? Ja, die anderen kommen jetzt halt nicht, oder was? Caterer brauchen wir jetzt nicht. Wir machen das nicht so fett heute. Nee, reicht schon. Und wir gehen
Wo gehen wir hin, Seekrass? Oh, wir könnten auch zum Leuchtturm gehen. Das wäre doch was. Das wäre doch was. Wir gehen zum Leuchtturm in Brindleton Bay. Mann, da die Geburtstagsparty. Jetzt haben wir wieder keinen Kuchen gebacken, Lea. Eieiei. Das ist aber nicht so toll. Wobei, das ist eher so ein Museum, ne? Das ist ein bisschen lähmärschig. Welpenpark. Das ist auch schön. Nature Takes Back Bar. Villa Kay bei Langstrumpf. Nee, wir gehen... Wo gehen wir denn hin? Komm, wir machen das zu Hause. Wir machen das zu Hause. Ja, wir machen die Party zu Hause. Heimkehren. Und bekommt schlechte Noten. Ja, ist okay. Du kommst halt früher von der Schule. Die Mami ist nicht mehr lang da, ne? Wir machen jetzt, wir kochen einen Kuchen. Ist wieder nicht unterbacken, ist unterkochen. Wir kochen einen Kuchen. Einen zuckerfreien Karob. Was für ein Ding? Nix. Was ist denn der Beste hier, der Teuerste? Der Apfelkuchen. Boah, wie schön der aussieht. Wir haben zwar keine Äpfel im Garten, aber immerhin. Was ist hier los? Ich hab wieder eure komischen... Die Direktor ruft an. Oh, wieso kann man da nur rangehen? Wie blöd. Zieh mal ein anderes Outfit an, bitte, ne? Wir wollen doch... Du hast doch zwei Party-Outfits, Madame. Du auch. Du bist halt kein Polizisten-Lama-Geist. Superheld. Wo ist denn jetzt das hier? Achso, wir müssen ja auf dich klicken. Eieiei. Eieiei. Outfit ändern. Aber das ist mir eigentlich egal, was du trägst. Siehst eh komisch aus. Und du hast das hier gut. Sehr gut. Habt ihr da wieder Scheiß gemacht? So, das letzte Mal deine Kochkünste hier. Welches Level hast du denn? Erziehung maximiert, Kochen Level 9, ja guck mal an, und du willst nochmal ein Baby haben oder was. Direktor hat angerufen, Bescheid zu sagen, dass es um eine bestimmte Schulleistung recht heikel bestimmt ist. Wenn ich nicht aufpasse, könnte ich mir meine Note verschlechtern. Nein, oder? Und das vor dem Kuchen? Nee. Oh nein, Lea, stirb. Auch noch in der Küche hier. Toller Geburtstag. Die sind alle verspielt. Wieso seid ihr verspielt? Hallo, komm mal alle hier hin vielleicht. Wie wär's? Die Katze checkt's nicht. Komm mal hier hin, hier. Hallo. Wo seid ihr denn alle? Da ist der Tod hier. Ei. Stopp. Wir machen von dir ein Foto. Ich brauch dich, Alter, für das Cover. Bäm. Du Fiesling, du. Nein. Findest du sie nicht? Jetzt sie versteckt hinter der Dings hier. Und die Katze kommt. Oh nein. Und ist die Zeit schon gekommen? Ja, sie ist gekommen. Wir haben sogar einen Jugendtrank hier bekommen. Nein. Guck mal da. Eieiei. Nein. Ja. Die Zeit ist gekommen. Zeit ist gekommen. Oh ja. Warum ist auch da? Sehr traurig. Ja. Toller Geburtstag, ne? Aber sie hat dich noch. Sie hat dich noch. Ja. Spaghetti. Wieso Spaghetti? Apfelkuchen fortsetzen. Ja, der Apfelkuchen hat nicht mehr gereicht. Tja. Totenschuld sind ein Apfelkuchen hier, ja. Hm. Nein. Geist ins Jenseits entlassen. Was machen wir jetzt? Ja. Wenn die Seele von Lea ins Jenseits entlassen wird, wird sie aus dem Diesseits entschwinden und für immer frei sein. Bist du sicher, dass du das tun möchtest? Ja, ihr habt es abgestimmt. Die Seele ist weg. Und Marvin, ja, du musst auch, hier. Ach, Lila, wieso kommst du im Outfit hier? Das ist falsch. Marvin, du bist jetzt hier auch, dem Tode geweiht. Wie kann ich das denn jetzt machen? Kann man da nicht sagen, Marvin soll auch in Sky? Wie geht er weg? Aktionen. Kann ja nicht selber hier auch irgendwie, ja. Das geht wohl nicht. Warum das P
plauderst du denn mit dem? Verarsch mal hier, mach mal Gespensterschreck vom Tod. Kannst du mich auch mal mitnehmen? Feier den Geburtstag von Tina. Komm, verarsch mal den Tod hier. Wow. Sehr geil. Wow, du Arsch hier, ich nehm dich auch mit. Kann man nochmal, ich will sehen. Wie geil. Ja, das muss noch sein jetzt hier. Ja, das muss jetzt noch sein. Es tut mir leid, Leute. Ja. Es ist ein bisschen doof. Und weg ist er, der Tod. Wie kriegt denn Marvin jetzt auch entlassen als Geist? Ich weiß es nicht, wie das geht. Der ist ja schon als Geist zurückgekehrt, aber wie kann ich den denn zerstören? Wie kann ich den denn jetzt hier in Jenseits entlassen? Das weiß ich nicht. Soll der irgendeinen Service anrufen? Alles Service hier, ne? Gibt's ja nichts. Wie kann man den denn entlassen? Okay, das machen wir auf jeden Fall nächstes Mal dann auch. Und die Sina, du kannst jetzt noch... Kannst jetzt noch hier älter werden mal, oder? Das machen wir dann noch. Komm mal runter. Komm mal runter. Wir machen jetzt hier noch deinen Geburtstag trotzdem. Die Svea auch. Oh, du hast wieder das Warren-Outfit an. Oh, jetzt zwei Knutschis hier. Ja. Tja. Wir machen ein schönes... Ah, der Warren hier. Der begrüßt hier die Sky. So, Sina, hör mal auf mit dem Tablet hier. Wir machen jetzt hier, kann man hier nicht, nee, kann man nicht. Bist du nicht älter? Unfaires Jammern, ja. Gut, die Kerzen ausblasen und so, das ist auch jetzt nichts geworden, ne? Wir brauchen den Kuchen, ne. Marvin, back mal einen Kuchen, komm. Komm, pack mal einen Kuchen. Hamburger Kuchen, das kannst du. Das kannst du, Hamburger Kuchen kannst du machen. Jetzt guck dir das Bild an hier. Das Bild kannst du mal angucken. Der Blue ist auch da. Hallo, Blue. Ja, komm, rede mal mit den Kindern hier. Im Radbett. Was soll ich denn machen, Blue? Du bist doch hier der Schlauste. Marvin. Du Armer. Tja. Das war's für heute. Nächstes Mal kriegen wir vielleicht den Geburtstag hin. Danke euch fürs Zuschauen. Daumen nach oben nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Hier, das war's mit der Lea. Nächstes Mal probieren wir den Marvin dann auch als Geist endlich mal zu entlassen ins Jenseits. Und ja, dann geht's weiter. Dann gibt's wieder Platz hier für unsere Families. Wir haben ja schon so viele Sims, ne? Ach ja, so ist es halt. Es geht weiter. Es geht voran. Es geht voran. Du bist jetzt eigenständig gezwungen dazu. Soll ich ausziehen oder nicht? Nee, die Leute haben schon abgestimmt, du sollst hier bleiben. Mit dem Haus hier hinten. Sehr cool. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut. Ciao.